Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Mortuary Assistant. Wir dürften hier in Folge 4 sein und es ist jetzt ein Tag später. Und was mir hier aufgefallen ist gerade, wo ich hier den Speicherstand geladen habe. Wir haben ja hier aufgehört, nachdem wir seine komischen Sachen hier untersucht haben. Aber die sind wieder weg. Also das wird nicht gespeichert. Wir müssen also eine Leiche komplett machen. Und dann darf ich erst das Spiel beenden. Gut, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde das eben schnell machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich war jetzt gerade fertig mit der Leiche und auf einmal klingelt das Telefon wieder. Hallo? Hello? Okay, einmal kurz testen. Sieht aber noch normal aus. Oh Gott. Gut, ich bringe erstmal den Bericht weg, bevor hier gleich noch ganz komische Sachen passieren. Vielleicht wartet hier ja auch jemand auf uns. Kurz umgucken, ob alles noch normal ist. Was ist mein Schatten? Gut. Ja, diesmal hat er nicht angefangen zu reden. Vielleicht kommt das noch. Ich lasse hier mal die Türen so weit auf. Okay. Wir sind also wieder hier angekommen. Wir müssen jetzt erstmal seinen Kiefer mit Nadelinjektor und Ligaturnadeln. Das kennen wir schon. Hab ich denn noch? Nee, ich habe nichts mehr im Inventar. Okay. Nehmen wir die Nadeln und das war der Injektor, genau. Gucken, ob der jetzt auch hier mit uns redet. Wenn man das hier langsamer macht, dann funktioniert das auch eigentlich ganz gut. Warum muss er so oft da reingestochen werden? There we go. So. Wie gesagt, der war ja in der letzten Aufnahme der Dämon, beziehungsweise hat er angefangen mit uns zu reden. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, weil ich das Spiel neu gestartet habe. Wer weiß das schon? Augenkappen waren als nächstes, die waren hier unten drin. Dann fügen wir die auch mal ein. Zack, Alright. zack. Gut, als nächstes kommt die Flüssigkeit in die Pumpe mischen. So, das war einmal das hier. Dann das hier, glaube ich, genau. Dann das Methanol diesmal nicht vergessen. Und da war noch irgendwas. War das hier oben drin? Das hier, ne? Ja. Er hat denn hier schon wieder die Stromrechnung nicht bezahlt. Gut, das ist. Ach nee, wir müssen ja diese komische Reagenz hier wieder nehmen. Und ich habe gesehen in der letzten Aufnahme, da stand. Ah, ich kann ja mit der Maus gar nicht hier drauf zeigen. Aber ungefähr da, wo Nadelinjektor, Augenkappen und so weiter steht, da stand einfach ein ganz groß irgendwie Slit your throat oder so. Aber ich habe das einfach überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur da unten geguckt, weil wir schon ganz unten waren, da habe ich das gar nicht mitbekommen, dass da oben irgendwas reingekritzelt wurde. Achso, genau, das muss auch noch hier rein. So, jetzt. Ach ne, laut wird's noch nicht. Wir müssen erst noch die Schläuche. Dieser Schatten geht schon auf die Nerven. Die Schläuche und noch irgendwas. Muss da. Ach ja, die Klemmen hier. Die hier. I'm So. missing something. Nee, ich denke mal nicht, dass da irgendwas fehlt. Wieso? Das war doch jetzt richtig, oder nicht? Ja, Pumpe einschalten und spülen lassen. Jupp, jetzt ist wieder laut. Ich kann mich aber hier hinten so eben stellen, ne? Das sollte gehen. Gut, warten wir, bis das da clean ist. Dann kann ich die Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen, Schnitt verschließen und dann kommt das mit der Körperhöhlenflüssigkeit.
Und dann gucken wir mal, ob der irgendwie dämonische Aktivitäten weiß. Der können ja gerade nochmal hier. Oh, sieht immer noch gut aus. Ich glaube, da sind irgendwelche dämonischen Zeichen, wenn es uns nicht mehr gut geht. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich dann tun soll. Oh, die Pumpe macht dann einen anderen Sound. Warum ist da das Licht aus? Ah, jetzt steht doch da irgendwas, oder? Nee. Warum ist das hier zu? Wir müssen da eh bald rein, wegen dem Tankreiniger. Okay. Oh mein Gott. Ich wusste, dass hier irgendwas... Es hat doch nicht ohne Grund das Licht ausgemacht. Meine Fresse. Okay, nee, hier will ich jetzt nicht nennen. Okay. Wir haben die Pumpe ausgeschaltet, wir müssen jetzt die Schläuche entfernen, die Klemmen da wieder raus und so weiter, ne? Hier zumachen. Wunderbar. Okay, deswegen gucke ich mich hier immer um, weil irgendwie ist hier immer was los. Oder fast immer halt, ne? Die haben einen Infusionsbeutel, Körperhöhlenflüssigkeit und Drucker. Der Drucker ist das hier. Der Beutel. Wo war denn jetzt der Beutel? Die hier? Infusionsbeutel, okay. Und da muss die Flüssigkeit rein. So. Und das kommt jetzt hier in den Bauch. Warum? Mein Spiel ist stehen geblieben. Oder? Nö. Was ist denn jetzt los? What the fuck ist denn jetzt los? What the fuck? Handeln auf ihr könnte nicht gefunden werden. Wenn dieser Fehler zum ersten Mal auftritt, suche ein giftiges Material. Nimm es ein und warte, bis sich der Herzschlag verlangsamt. Dein Fleisch ist verdorben. Gib es mir. Lass mich rein. Meine herrlichen Freuden wollen deine Adern durchströmen, während du mit ewiger Folter für deine Sünden büßt. Es gibt keine Hoffnung, Rebecca. Wir sehen uns, Rebecca. Was ist denn jetzt passiert? Hey, ist das nicht unser... Nö, ich dachte, das ist unser Notizblock. Bin ich jetzt tot? Nee, oder? Hab ich was falsch gemacht? Das ist jetzt... Das war also doch der Dämon. Also habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich... keine Ahnung. Was ist das hier? Sind das wir? What are you doing here? Wo bin ich? Oh! Wir sind... hier... drin. Okay, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist, aber wir wurden in irgendeine Welt entführt. Ist die Leiche jetzt noch da oder ist die jetzt weg? Ah ne, sieht noch alles normal aus, ich glaube schon. Machen das hier noch auf. Voller Infusionsbeutel und Drucker. Also versuchen wir das Ganze noch einmal. Ja, guck mal, der Fortschritt ist sogar auch noch da. Das war aber weird gerade. Aber das war bestimmt geskriptet, weil ich konnte ja nichts anderes machen. Ich musste ja hier zurück. Ich konnte auch die Nadel da nicht mehr bewegen und so. Aber den Drucker. There we go. So, das haben wir. Reiniger. Ach ja, genau, in der Toilette war ich.
Sollte ich den lieber verbrennen? Ich bin halt unsicher. Warte mal, was steht denn hier? Das System ist nur für mich. Ah, hierfür ist der Code, oder? Wie war denn der? 1580? Wie war denn der? Okay, ich muss mal eben ganz kurz nachgucken. Hier? Ne, das sind wir. Hier. Was ist jetzt ein anderer Code? 0158. Okay, auf heute das. Ne? 0158. 0158. So, Geschichte des Dämonen. Erkennen der dämonischen Besitzergreifung. Werkzeuge zum Kampf gegen. Warte mal, Pfad der Dämonen. Bei Semira die Leiche mit speziellen Fähigkeiten aus dem Schrank ein. Versuche dämonischen Segel mit Hilfe der Offenlegungsstreifen aus dem Schrank zu finden. Die Leiche, die gefundenen Segel mit den Dämonennamen der Nachtschicht-Datenbank. Erstelle das mal entsprechende Namen, aber. Aufsteht neuer Körper mit plötzliche Bewegung auf Haus erkennen, wiederholte Bewegung. Ist eine Leiche aktiver als andere? Wenn eine dämonische Entität anwesend ist, kann das Gefäß, in dem sich niedergelassene Körpermale aufweisen, zuvor nicht zu sehen waren. Um diese zu erkennen, ist wichtig, die Leiche mehrmals zu inspizieren. Das mache ich gleich auf jeden Fall. Ein von einem Dämon bewohnter Körper kann plötzliche Bewegung aufweisen. Diese Bewegungen können so klein wie ein Zucken der Finger oder so groß wie eine vollständige Bewegung sein. Wie gesagt, bei der letzten Aufnahme hat er ja angefangen zu reden. Alright. This working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but. Get in here. There it is. Fuck. Fuck! Der Ball hier unten ist einfach stehen geblieben. Ich hab jetzt eigentlich mit dem Jumpscare gerechnet, aber okay. Das werden wir gleich definitiv machen. Wie kann ich das jetzt mit den. Ja. Ach so, es gibt nur drei. Ah, vielleicht ist auf dem Körper. Warte mal. Ja, der begehrlichen Dämonen gehört zu einem der drei dienenden Häuser in den Hallen Satans, den Häusern der Sünde. Der wahre Name eines Dämonen setzt sich aus vier Sigilen der Knechtschaft zusammen. Im Folgenden sind die drei Häuser und alle bekannten begehrlichen Dämonen in ihnen aufgeführt. Aber wir müssen erst rausfinden, was von denen. Werkzeuge der Vertreibung, das mal unheilvolle Reagenz, Offenlegungspergament. Aber das müssen wir ja immer annehmen, ne? Um den Prozess der Besitzergreifung zu stoppen, muss eine Tätigkeit in der ursprünglichen Gefäß gewonnen und Gefäß zerstört werden. Im Laufe meiner Arbeit ist es mir gelungen, eine Reihe von Werkzeugen zu entdecken und zu erproben, mit denen sich die dämonischen Entitäten vertreiben lassen. Hallo, lass das Licht da oben bitte an. Der okkupierte Körper muss das Reagenz enthalten, das Mal aus muss den richtigen Dämonennamen aufweisen und es muss auf der richtigen Leiche platziert und verbrannt werden. Im Folgenden sind alle mir bekannten Werkzeuge in der Verwendung aufgeführt. Es gibt auch nur die drei. Okay, hat sich nichts geändert, ne? Weiß ich nicht. Also wir müssen den auf jeden Fall einmal untersuchen. Ob da jetzt irgend. Ich kann den nicht mehr untersuchen. Oh ne. Ach nö, okay. Heißt aber. Oh, ich werde ihn am liebsten verbrennen, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt irgendwas mit dem Dämon zu tun hatte. Ah, hier steht da tatsächlich Heilbecker drauf. Oder ob ich jetzt wahnsinnig geworden bin. Sieht das noch? Ja, das sieht glaube ich noch normal aus. Nehmen wir das. Oh nein, der Tankreiniger ist leer. Wir müssen in den Keller, glaube ich. Oder ist das hier unten noch? Ich kann ja nichts erkennen, ist viel zu dunkel. Na egal. So.
Hier wartet bestimmt wieder irgendwann etwas auf uns. Das muss jetzt hier rein. Nee. Tankreiniger, Einbalsamierungspumpe. Ich vergesse sie auch immer wieder aufzumachen. Ne? Also diesen. Was war das? Ich glaube, da hat sich gerade irgendwas bewegt, aber ich bin mir nicht sicher. Was jetzt ist eigentlich? Also ich. Was war das? Ich wollte es gerade aussprechen. Irgendwie ist es noch relativ ruhig, aber ich glaube, so langsam fängt es an. Also nichts mit ruhig. Okay. Feuchtigkeitscreme und Feuchtigkeitstuch und dann ist die Leiche auch schon fertig. Oh, ich kann. Nee, warte mal zurück. Moment. Ah, nee, der macht dann. Okay. Alright. Ach so, das ist das da, dieses Häkchen drin ist, okay. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man die falsche Leiche verbrennt, ne? Hallo? Was habe ich gesehen? Da war irgendwer und hat durch die Tür geguckt. Okay. Nein, ich möchte ganz gerne das Ding hier benutzen, dankeschön. Da liegen auch noch irgendwelche Sachen. Ach, wer war das denn jetzt nochmal? Der hier, ne? Glaube ich. Alec Anderson, ja. Ja. People make up stories. Death is a scary thing to a lot. What the fuck? No one's involving any ghost bodies or whatever. Geisteszustand checken. Na, sieht noch okay aus, glaube ich. So, aber eine Leiche haben wir noch. Ist die hier noch da? Ja, die haben wir ja fertig. Die hier sind leer, hoffe ich mal, dass sie auch immer noch leer sind. Dann wird ja jetzt hier Dominique Whitney wird ja jetzt dann der Dämon sein, oder? Oder muss es keinen Dämon geben? In einer Schicht. Ah, es sind immer noch nur Kreise, ne? Das ist, glaube ich, noch okay. Zack. Ach, diese Steuerung. Upsala. So, wobei, das kann ich offen lassen. Ich werde die ja jetzt dann in der nächsten Folge fertig einbalsamieren. So. Besuch hier irgendwo? Nö. Sehe ich zumindest jetzt nicht. Genau. Dominique Whitney. Whitney, wie auch immer. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle ein Folgenende. Einfach nur, dass wir die komplette Leiche dann halt in der nächsten Folge auch einbalsamieren können. Mit checken, was die so für Merkmale hat und. Das werde ich alles auf einmal machen und nicht mittendrin dann wieder einen Cut machen und dann sollte ich das Spiel beenden, dann wieder alles von vorne machen. Deswegen 20 Minuten, na gut, am Anfang ein bisschen was weggecuttet, um die 20 Minuten ist auch okay. Für eine Folge, denke ich mal. Ja, und dann bedanke ich mich schon mal fürs Anschauen. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, ob wir es hier diesmal mit einem Dämon zu tun haben. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen und tschüss.